Noch, liebe Zuschauer, stimmt hier was nicht. Das, was ich auf dem Kopf habe, da will ich eigentlich nachher drin sitzen. Und in dieser Nussschale soll es dann wirklich auf der Unstrut den ganzen Tag durch den wunderschönen Burgenlandkreis gehen. Na, ich bin ja gespannt. Oh, und jetzt. Herzlich willkommen zu Wele Madeleine, liebe Zuschauer. Es sind noch genau 3 Tage, bis die Ferien in Sachsen-Anhalt beginnen. Und wie sagt man doch so schön? Männer, einmal ablassen. Nein, das sagt man nicht, sondern man sagt, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so? Na, genau. Und das Gute ist in diesem Fall das Saale-Unstrut-Tal vom Wasser besehen. Und der Gute ist Jens. Jens Bellmann. Ja. Mit diesem Mann will man in ein Boot steigen und möchte überall hin paddeln. Wie nicht? Schön du das sagst. Ja. Tag, Jens. Hi. Jens ist der Mann, der hier für die Touristen, die hierher kommen, die Boote zur Verfügung stellt. Paddelboote, Paddel, Schwimmwesten, alles, was dazugehört. Alles, was dazugehört. Und Transfer. Und wer ist diese bunte Truppe jetzt hinter uns? Das ist die Gruppe Meier. Meier. Das sind Sie, Herr Meier? Kann man so sagen. Dieses Herr Meier. Und das erste Mal jetzt auf dem Wasser? Oder? Ja, das fahrt schon jahrelang Boot. Jahrelang? Wir wollten mal Saale-Unstrut probieren. Ja? Wo ja? kommen Sie her? Aus Magdeburg. Aha. Ganze Truppe. Dann habe ich es hier mit Profis zu tun. Naja, Halbprofis. Ach komm, Sie untertreiben. Ich meine, für mich wir ist das fast das erste Elbe, Mal. Aber wir fahren jedes Jahr einmal, 3 Tage. Wie sind Sie denn jetzt so präpariert für die Tour? Das soll ja ein bisschen länger dauern, ne? Ja, wir fahren über den ganzen Tag, wir haben was zu essen mit. Darf ich mal ein bisschen gucken, wo sind denn jetzt hier die ganzen Sachen drin? Das haben wir hier verstaut drin. Wollen wir mal, wir duschen mal. Oh, Kinder, ich verstehe. Was ist denn das? Das ist die erste Mahlzeit des Paddlers, oder wie? Das ist das Benzin für den Paddelmotor. Das ist schon klar, ja? Verstehe. Aha, genau. Also dann, alle sind bereit, alles mit dabei. Da unten ist schon mächtig was los. Dann geht es jetzt gleich auf. Und während wir die Boote noch zu Wasser lassen, liebe Zuschauer, zeige ich Ihnen hier mal noch viel mehr von der Gegend, was es hier alles zu sehen gibt. Freizeitaktivisten, Weinliebhaber, Geschichtsinteressierte. Das Saale-Unstrut-Tal zwischen Naumburg und Freiburg gelegen, hat viel zu bieten. Im riesigen Weinanbaugebiet werden an die 30 Weinsorten angebaut. Nicht nur zur beliebten Weinmeile kann man die guten Tröpfchen der über 40 Weingüter, die der Winzervereinigung Freiburg oder auch der Rotkäppchen-Sektkellerei probieren. Und Geschichte, die gibt's noch dazu, wenn man die Neuenburg, das Schloss Burg Scheidungen oder das Kloster Memleben besucht. Und wer es sportlich mag, am schönsten ist es hier immer noch auf dem Wasser. Was machen die denn für ein Tempo da hinten? Die sind ja schon weg. Ich denke, wir machen hier gemütlich einen Ferienausflug. Sind die immer so drauf? Oh. Ich sehe die auch zum ersten Mal heute, naja. Aber sie sind auf jeden Fall sportlich. Wir müssen hinterherkommen. Jens, ja? Na gut, lass mal fahren. Ja, lass mal fahren. Jo, also, Boot ist schon mal in der Nähe des Wassers. Was müssen wir noch machen, bevor es losgeht? Na, ganz wichtig, also zur Sicherheit gibt es natürlich eine Schwimmweste. Auch für dich eine und für mich selbstverständlich. Das muss natürlich, ne? Klar. Wie viele Leute sind dann schon bei dir über Bord gegangen? Hm? Also bei mir selbst ist noch niemand über Bord gegangen. Du kannst dich ganz sicher fühlen, wie in Abrahams Schoß. Die ist ein bisschen weit hier, die müssen wir ein bisschen enger machen. Du bist eben sehr schlank. Ja. Also über Bord ist noch keiner gegangen. Ich sage mal, die Kenterwahrscheinlichkeit verhält sich proportional zur Außentemperatur. Hey. Also umso wärmer es draußen ist, umso wärmer das Wasser ist, umso mehr Leute kippen auch mal um. Da sagen sich die Leute auch mal, ach, eine kleine Abkühlung, kann ja nicht schaden. Kann ja nicht schaden. Genau. So, geht's los. Hier? Ja. Tun wir es einfach bloß über die Kante. Gibt's einen Trick beim Einsteigen? Selbstverständlich gibt's einen. So. Am besten ist es, man legt das Paddel hinter dem Sitz hier so quer rüber. Ja, so vor das Paddel. Auf die Hälfte setzen. Ja? Ja, richtig. Und langsam hineingleiten lassen. Super, wie ein Profi. Ich sag doch, maximal 10 Minuten, dann haben wir's. Ja. Ich glaube, du hast uns genau abgestoßen. Checker! Los. So. Ciao. Wir singen mal, mit Singen geht alles besser. Meinst 3, 4.
auf der Reeperbahn nachts um halb. Hallo. Ob du Mehl hast oder auch keins. Hast du keins? Hey. Bist ein armer Wicht, denn du kennst das nicht. Auf der Reeperbahn nachts um halb eins. Und mindestens genauso eine Stimmungskanone wie Jens Bellmann ist ein Sahne-Captain, den wir Ihnen jetzt vorstellen wollen. Und sein Schiff heißt, könnte eine Schwester von unserem sein, MS Traumschiff. Ach, reinhauen! Ja? Huh? Auf der Reeperbahn nachts um halb eins. Und hier, liebe Zuschauer, kommt man nicht vor allem wegen der Musik her, sondern natürlich wegen dieser fantastischen Natur und des Wasserwegs. Wir sind flussabwärts gepaddelt und sind jetzt in Kirchscheidung. Richtig, Jens. Genau, an meiner Kanustation. Legen wir jetzt an. Ups. Genau. Rückwärts einparken nennt man das. Das nennt man rückwärts einparken. Sehr gut. Hast du super gemacht, Marlene. Ich ziehe das Boot ein Stückchen ran für dich. Mhm. So, dann wird es für dich ein bisschen angenehmer. So. Toll. Nun komm mal raus. So. Sag mal, wer jetzt unbedingt zu dir kommen möchte. Ja? Wie alt müsste der mindestens sein und wie alt darf er maximal sein? Also ich finde immer, es ist also von Vorteil, wenn die Leute so ein bisschen schon im Krabbelalter sind. Ne? Also ja, wir haben auch ganz kleine Westen, sodass man also auch als Kleinkind hier durchaus mitmachen kann. Und dann will man sich auch irgendwann mal ein bisschen erholen. Vielleicht wird es dann auch spät. Man kann ja wirklich stundenlang bei euch hier buchen. Tagelang. Tagelang geradezu. Sogar geradezu. Wo kann man sich hier mal ein bisschen ausruhen? Ja, vielleicht also direkt bei uns an der Kanustation. Wir haben die Zeltwiese, hier kannst du gut übernachten. Ja. Wunderbare Sache, stellst dein Zelt auf, Luftmatratze mit. Ja. Also ein Zelt habe ich nicht mit dabei. Könnt ihr da aushelfen? Ja, selbstverständlich. Wir haben ja auch Tippis. Das soll jetzt meine Unterkunft sein für heute Nacht. Ist so gut wie fertig. Ist ja gar nichts. Riesenzahnstocher. Nichts drumherum. Das habe ich auch noch nicht gehört mit den Riesenzahnstochern. Oder ist das jetzt hier die absolute Freiluftvariante, wo damit der Mond schön reinscheinen kann? Ja, ich denke, du wirst einfach ein bisschen mitarbeiten wollen. Ja, natürlich. Und, wir werden die ganze Zeit. Damit du auch siehst und damit du auch dann besser schläfst, wie so ein Tippi aufgebaut wird. Ist es nur teilvorbereitet. Ja, so ein nettes Ferienhäuschen wäre auch nicht schlecht gewesen. Warum denn jetzt so ein Tippi? Ja, du musst dir vorstellen, das ganze Gelände, immer im Frühjahr ist das alles Hochwasser. Und dann steht hier halber Meter Wasser. Ja? Und deswegen durften wir keine festen Bauten haben, sondern nur fliegende Bauten. Also legen wir los? Na, freilich. In so ein Tippi, wie wir jetzt hier vorbereiten, würden so etwa um die 12 Personen reingehen. Sag mal, und hier muss man das noch runterziehen eigentlich? Also man muss sich hier nicht immer abrackern. Es gibt auch Tippis, die immer dastehen und nicht erst aufgebaut werden müssen. Da kann man sich einmieten. Das kostet pro erwachsene Person 11 und für Kinder 8 Euro die Nacht. Drin ist übrigens nichts. Die Ausstattung wie Schlafsäcke, Campingstühle und so weiter, das müssen Sie mitbringen. So, Jens macht mein Bettchen weiter. Ja? Ja, ja, ganz gewiss. Sehr schön. Innerhalb von Sekunden fertig. Ja, wenn ich mir hier schon ein Haus selbst baue, dann baue ich mir doch gleich ein Boot, dachte ich mir. Ich meine, mit so einem Plastikkanu kann ja jeder irgendwie, oder? Und mein Lehrmeister, der sitzt in Balkstedt, dahin nehme ich Sie gleich mit. Aber vorher zeige ich Ihnen noch drei andere Urlaubsmacher hier in Sachsen-Anhalt. Ich bin jetzt in Balkstedt, in der Nähe von Kirchscheidung. Liebe Zuschauer, und was ich jetzt gerade versuche, mühsam zu bauen, ist mein Boot, so wie man es früher schon gemacht hat, aus einem Baumstamm. Aber ich befürchte, es werden Jahre ins Land gehen und gegen 2018 habe ich es dann fertig. Es dauert viel zu lange. Das heißt, ich brauche jetzt jemanden, der mir mal eine Gebrauchsanweisung gibt, wie man professionell ein Holzboot baut. Und ich weiß auch schon wen. Kommen Sie mal mit. Aha! Guten Tag! Hallo, straff bei der Arbeit, liebe Zuschauer. Ich darf Ihnen vorstellen, das ist der Bootsbauer Holm Mika. Ja, guten Obwohl, Tag. Holz Mika würde auch passen, oder? Ja, warum nicht? Ich habe mir, naja, noch nicht ganz, fast Blasen an die Hand geschlagen da draußen mit diesem Stamm. Ist das überhaupt möglich, dass man heutzutage aus einem kompletten Stamm ein Boot baut? Ja, ohne Weizen wird immer noch wieder gemacht. Ehrlich, ja? Ja, ja, machen immer wieder ein paar Verrückte. Ich habe es versucht, aber dann kam wieder ein Auftrag dazwischen. Jetzt trocknet der Stamm aus, wird rissig.
Das ist leider Feuerholz. Das heißt also, diese Stammgeschichte, die packen wir jetzt mal weg. Ja. Aber dafür kann man hier auch viel, viel schönere Sachen sehen. Und jetzt schauen Sie sich mal an, liebe Zuschauer, Mika. Das ist das, Herr Mika, was ist denn das eigentlich für ein tolles Gefährt? Und man sieht ja ganz eindeutig, es ist kein Einbaum. Ja, das ist eine Bestellung von einem Kunden. Ah. Am Sonntag ist Taufe mit Grillen allen drum und dran. Und der Kunde ist schon ganz gespannt. Und ich denke mal, die Leute haben immer Freude, wenn sie ihr Boot abholen. Es ist dann quasi ein Familienmitglied. Was müsste ich denn jetzt so für so ein schönes Bötchen berappen? Also Winterpreis geht es ab 1.990 Euro los. Mhm. Wer übrigens erst mal testen will, ob so ein Holzboot überhaupt das Richtige ist, der kann das hier. Denn Holm Mika betreibt auch einen Kanuverleih und organisiert ihren Ausflug. Was schätzen Sie denn, wie lange Sie ungefähr gebraucht haben, um das Boot fertig zu kriegen? Das ist ja anderthalb Monate, schätze ich mal. Anderthalb Monate? Ja. Und dann aber richtig durch, Tag für Tag für Tag? Ja, richtig durch. Man hat ja auch Ausharrzeiten von Lacken, von Harzen und so weiter. Da muss schon ein bisschen Stillstand mit eingerechnet werden. Kennen Sie die Faltboote noch? Das ist aus Buch die DDR-Historie. Genau, ist Legende. Genau. Die Boote gehören hier zu Ostdeutschland wie Honecker. Sind Sie denn mal mit so einem Rucksack durch die Gegend gerannt? Nein. Wo das Boot hinten drin Nein. war und man erst mal anfing, mühsam das aufzubauen? Das ist das Ding, ich baue ungern auf. Ich habe es einmal gemacht. Nee. Hm? Ich habe schon Leute gesehen, wo es spannt drei. Aber es ist Kult. Es ist Kult, genau. Und deshalb wollen wir uns den Kult ruhig noch mal anschauen. Die Dinger werden ja nach wie vor gebaut. Mhm. Und die zwei, die haben den größten Anteil daran. Jetzt! Hallo, komm mal ran! Nimm mich mal mit! Was für Glück, da ist er wieder. Wir sind jetzt übrigens, liebe Zuschauer, wieder in der Nähe von Balgstedt, flussabwärts. Und hier, schauen Sie mal, das ist die Zettenbacher Mühle. Und ganz beliebt bei Wasserwanderern, die kommen gerne her. Nimmst du mich mit? Na klar, nehme ich dich mit. Muss nicht zu Fuß gehen. Ich hatte mich schon so dran gewöhnt. Ja klar, nehme ich dich mit. Hier, beste Arbeits- und Sicherheitskleidung. Habe ich auch schon dabei. Kennen. So, alles gut? Du kennst das Spiel ja noch? Ja. Von heute Morgen. Oh, herrlich, komm ich noch mal dazu. So, los geht's. Trainiert ihr eure kleinen Burschen hier schon? Ja, wir machen jedes Jahr unser Bootfahrwochenende mit unseren Jungs. Finde ich toll. Wir kommen immer freitags her und fahren dann mit den Jungs 2 Stunden Boot und gehen dann schön zelten am Blütenbund in Hamburg. Aber das ist ja noch ein ganz kleiner, dein Sohn. Der ist der Jüngste, oder? Ja. Hey, du! Wie alt wirst du? 5, ja? Vier wirst du schon. Du bist dann 5, genau. Sag mal, du hast ja auch ein Paddel da vorne. Ja. Paddelst du so auch? Ein kleineren. Sag mal, habt ihr gar keine Angst, mal irgendwie ins Wasser zu fallen? Ja, aber keiner, wir haben ja Schwimmbesten. Ah, du ganz schlau, oder? Ja. Für die Antwort gibt es schon mal eine dicke 1. Ja, ja. So, also wir sind ja jetzt hier nicht zum Stehen. Vater und Söhne Stehtag. Bei uns geht's weiter und Sie schauen sich schon mal in der Mühle um. Bis gleich. Die Zettenbacher Mühle ist eine der letzten noch produzierenden historischen Wassermühlen. Sie liegt zwischen Freiburg und Scheiblitz. An dieser Stelle wurde schon vor 1200 Jahren Mehl gemahlen. Die heutige Mühle ist aber erst 120 Jahre alt. Das Mehl wird in die Umgebung geliefert. Man kann es aber neben vielen weiteren Produkten auch im Mühlenladen kaufen. Darf ich vorstellen, liebe Zuschauer, das ist Thomas Scheller, Müller in diesem schönen Hause. Und was verpasse ich denn, wenn ich nicht anhalte bei euch, um hier in die Mühle zu kommen? Na, Sie erfahren hier, was Mehl sein kann, was Mehl überhaupt ist und wie man das herstellt. Wir sind ein lebendes Museum, also das letzte funktionierende hier in der Region, die noch mit dieser alten Technik eben richtiges Mehl machen. Ein wesentlicher Teil unseres Lebens besteht aus Tourismus, dass wir Leute, wenn sie vom Wasser kommen zum Beispiel, hier durch die Mühle führen. Meistens nach Anmeldung, aber jetzt im Sommer, Juli, August, machen wir auch jeden Sonntag 14 Uhr Führung so. Oh, wunderbar, das ist exklusiv. Jetzt gucken wir uns mal den Riemen da nochmal an. Ja, weil Moment. Es ist auch nicht ganz uninteressant, liebe Zuschauer, wie man das nämlich ausmacht. Auch all das ist Handarbeit. Das ist unser Schalter. Sieht nicht gerade ungefährlich aus, ehrlich gesagt. Na gut. Also, kommen Sie her, ob nun auf dem Landweg oder auf dem Wasserweg, egal, rein in die Mühle auf jeden Fall. Das lohnt sich, um das hier sich anzuschauen. Apropos Wasserwandern. Wasserwandern ist der eine Reiz in dieser Gegend. Wasserwohnen bei Havelberg, das will ich Ihnen jetzt mal zeigen, geht auch. Ein Pärchen, die es auf die Wellen zieht, um sich da morgens bis abends wohl zu fühlen. Nach einem ganzen Tag Schwerstarbeit auf dem Wasser
kommt jetzt der Moment, lieber Jens, wo wir endlich mal zur Ruhe kommen und diesen wunderbaren Wein genießen können. Ja. Aus dieser Gegend, was ist das eigentlich? Das ist jetzt hier in Müller-Thurgau von der Winzervereinigung aus Freiburg. Mhm. Dann sollten wir anstoßen auf diesen Tag und diese wunderbare Gegend. Noch einen kleinen Schluck und einen Spruch dazu? In jedem Tropfen Wein verborgen sind Arbeit, Schweiß und Wintersorgen. Seien Sie immer munter und froh wie ein Frosch im H2O. Passt doch auch, oder? Passt auch. In diesem Sinne, zum Wohle. Und was den Tropfen Schweiß angeht. Ja. In 14 Tagen wird wieder viel vergossen in Wehlemadlen, liebe Zuschauer. Schauen Sie rein, am 20. Juli sind wir am Flughafen Leipzig-Halle. Bis dahin, machen Sie es gut. Cool. Tschüss. Gebiete aus Europa haben keine Chance gegen den Boommarkt Asien. Ich scheue mich ein bisschen, das zuzugeben. Die